Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Der Marsch. Ja, Holz, wenn wir jetzt vom Sägeweg. Dann müssen wir sehen, ob wir ein bisschen die Lage reinbekommen. Ist ja alles leer. Der Lastwagen ist ja auch fast voll. Ja, da will man sehen, dass hier genau die Lage und dann geht's hier näher weiter. Cool. Ja, aber jetzt haben wir ja schon, also wenn die Folgen kommen, ist schon zweite Woche im September. Ja, dann ist nicht mehr viel, ne? Das ist Oktober noch. Also im Grunde, knappe 9 bis 8 Wochen. Ich mittendurch, ne? Regulasch. Ja, gestern, nee, war gestern, Freitag. Da war wieder ein Reh an der Straße gewesen. Gestern hat sich dann weggelaufen. Der wollte leider auch die Bremse runter mit der Geschwindigkeit. Ja, die Rehe vertraue ich nicht. Meistens ist ja das Problem, dass es ziemlich ortsansässig ist und dann nachher längere Zeit, wenn es auf der Straße läuft, irgendwann von anderen angefahren wird, ne? Oder bei mir, noch blöder. Es geht nur, wenn es läuft. So, haben wir gucken, 100.000. Strom wird weniger. Wenn wir schauen, nachher irgendwann, so das entsprechend im Frühjahr ein Windrad hinbauen. Ne? Ich stelle fest. In Thüringen mache ich es ganz einfach. Ich werde einfach das alles. Ja, Holz, also Silagelager würde ich voll machen, also die beiden Gras-Silagelager mache ich voll, Strohlager mache ich voll, das andere mache ich auch voll, also so ziemlich, ne? Also wissen ist ja schon raus, aber als sag mal für Rechnung, ne? Weil ja auch der Rest was drin ist, wenn das was drin ist, kriege ich auch nicht verkauft oder so. Wenn hier was so voll ist, ne, das ist klar, das ist ja irgendwann mal, ne? Mist ist gut gefüllt. Da. Da ist voll. Mist ist ja nicht das Problem. Aber alles andere ist Problem. Ja, also Silos brauchen nicht mehr umbauen, ne? Sag doch, was hier die Bremse gezogen ist. Ja, man, da hinten eine Baum ist immer noch höher. Anscheinend gibt es noch größere Bäume. Keine Ahnung, was für eins. Oder ist halt auf Hügel gebaut, keine Ahnung. Haben wir Schweine? Die schlachtreif sind oder brauchen die Futter? Das ist auch so eine Sache, ne? Futterkonzentrat fehlt, aber das ist schon mal ganz schlecht. Die haben noch. Deswegen will ich am Mais Plus wegnehmen. Die ist auch alles okay. Schafe. Passt auch. Der Stall. Ja, da muss ich beigehen, also Futterkonzentrat. Oder ich kaufe Paletten, noch Paletten ist. Das geht so schlecht. Geht meistens schwer aufzuladen. Bei Schweinen ging aber der andere zum Beispiel, aber gut, dann mal schauen.
Na? Also ich habe jetzt mal mitbekommen in der Beschreibung von Terra Life, Wiesenerweiterung, wenn man praktisch Tiere extra weiter dazu gibt, dass sie im Grunde weniger Futter brauchen. Beim Winter jetzt funktioniert das sowieso nicht. Aber man da praktisch im Sommer praktisch die Weide vergrößert, muss man dazu sagen. Also was ich meiner Lebenserfahrung her, so eine Kuhherde mit 150 Tieren mit einer Weide, weiß ich keine Ahnung, ich glaube Kilometer je Kilometer ungefähr, quadratisch, praktisch gut, der Größenordnung pauschal geschätzt, ein Tag alle, man musste vom nächsten Tag den nächsten Abschnitt freigeben. Kühe, die wollen immer. Wenn die das nicht kriegen, was sie nicht bekommen, was sie dann haben müssen, die gehen auch durch den Zaun durch. Davon kannst du rausgehen. Die holen sich ihr Futter. Was sie brauchen. Das ist nicht viel. Aber ist halt so. So ein bisschen runter kann man noch einen neuen kaufen. Das sind der Mietcontainer. Da kaufst du nur den Inhalt. Also den Container kaufst du nicht. Und der verschwindet ganz normal wie alle Container auch, wenn er leer ist. Und dann ist er wieder weg. Also eigentlich ist es so, dann machst du Bestellung auf, da kommt jemand vorbei mit einem Lastwagen und dann wird das entsprechend, die wollen wir nicht hier, eingepumpt, ne? Also per Luftdruck durchgepustet, ne? Also zum nächsten Teil. Mal gucken, welcher Fall ist. Also gar nicht jetzt. Hinter wurde der erste. Der eine hat 50.000, das sind mehr als genug. Wir steigen mal hier aus. Gucken wir nach. Nahrung. Kann man so nicht erkennen, ne? Hoffentlich auch wieder. Ist dann der Stall A1. A1. Dann ist A2. Müssen wir eigentlich normalerweise markieren, ne? Zahlen mal. Später ist ja alles ein bisschen feiner und man kann es eher was hinzeichnen. Gucken, ob das geht. Das wäre der A2. A1. Was hier vorne hinmachen kann. Tiere, Fett, Tolls, Farmhäuser. Landwirtschaft. Malen. Was Dunkles. Geht nicht feiner. Ja, alles hier Käse. Naja. Weiß ich auch nicht, wie es vorher war. Wird ja alles, guck mal, wird ja alles, ja.
Ist zwar nicht so perfekt, aber warte schon perfekt, ne? So, eins. Aber so ähnlich muss man einfach so ein Ding hinknallen, ne? Also ohne Schriftzug machen können, dass man dann praktisch, naja, irgendwann hast du aber trotzdem das Gefühl, dass du da richtig bist, ne? Wenn du irgendwann mal öfter mal gesehen hast, dann weißt Bescheid, dass man drauf gucken muss. Das ist die Zeit 10. Ja, ich wollte eigentlich Dings machen, ne? Ja, wie das so ist. Wie gesagt, also von der Größe her, ich war ja auch mal zu zweit gedacht, ne? Das ist ja mal zu sagen. Also gut, dass er hinterher keine Zeit hat. Da war auch nichts vor, wenn wir jetzt nur Landwirtschaft hätten, wäre es einfacher. Nur hier verdienst du nichts, wenn du Landwirtschaft machst, ne? Also das ist halt so. Geld kommt näher rein, wenn du richtig Produktion hast. Das ist halt so konstruiert die Karte. Ja, weil die Wertschöpfung ist ja dann erst, wenn eine die veredelten Waren verkaufst, ne? Was ja die Bauern ja nicht lernen, weil sie alle für sich denken, mehr oder weniger. Die müssen an Größendimensionen denken. Aber das ist ja auch wiederum nicht kostengünstig, wenn sie ihr eigenes Bier brauchen. Das ist für keinen bezahlbar, zum Beispiel. Das sind alles so Nischenprodukte, weil er sagt, er kauft ein bisschen Öl, selbst gepresst. Ja, nett. Aber für die große Masse ist das nicht bezahlbar. Nicht umsonst gehen sie Discounter einkaufen, ne? Ist ja halt so. So, haben wir einen zweiten auch gleich rein. Hier im ersten nicht, aber im nächsten. Hier geht es weiter trotzdem weiter aus, weil der Container ja eh abgelassen wird. So. Mineralfutter, da müsste man, ja gut, müsste die Produktion laufen, also richtig, das ist dann zu wenig. Aber das andere lohnt sich auch nicht mehr, muss man dazu sagen. Bis man da alles hat zum Reinfahren. Ist eh so spät. Das gilt es dann auch. Weg, Anführungszeichen. Ne? Schnee wird irgendwie auf, die Scheiße. Meine Mutter sagt immer den weißen Dreck. Hast du mal Arbeit mit? Musst du räumen, dann musst du machen. Für jeden Tag. Wenn Urlaub hast, dann muss jemand haben, der es macht. Und das ist ein Giving, ne?
Ja, mit Ball, das reicht ja, wenn du 180er hast, ne? Oh, ein Grad mit Daten. Im Grunde wollte ich ja Winter schnell durchspielen und dann im Frühling weitermachen können, aber wenn auch nicht voll ist, ne, ist ja auch doof, ne? Ich sehe, Pfirsich ist leer, also ruhig. Aber Pfirsich, naja gut. Es dauert noch ein bisschen, bis die eigene Ernte kommt. Also weil ich gerade jetzt so im August, dann sind die ersten Nektarinen halbwegs reif. Melone. Ja, das ist vorbei, würde ich behaupten. Das war eine gekauft, die ganz die jetzt nicht schlecht war. Aber so geschmackmäßig ist er nicht mehr so schön. So. Aber gut, mehr noch genießbar, ne? Also ich habe eine gekauft, glaube ich, aufgemacht. Da dachte ich, oh shit. Also nur einen Tag gar nicht mal. Ich habe die gekauft und den Tag aufgemacht. Also, lasse ich mal zwei Tage liegen, das ist schon blöd. So warm ist, aber in dem Fall hatte ich es gleich am selben Tag geöffnet. Ein Viertel wollte ich essen und den anderen wollte ich dann einstellen im Kühlschrank. Ja, es war ein Satz mit X, das war nichts. Aber gut, das ist halt mal so. Melone siehst du das nicht an. Ich kann zwar durch Klopfen feststellen, ob da Drucktaub ist. Das ist gut. Normalerweise, aber wie gesagt, da war auch trotzdem doch drauf, weil schlecht war. Hier ist es auch leer, na gut. Wahnsinn, 18. 18 Minuten. Zeit vergeht. Heute ist ja extrem, also heute am Samstag sind die Aufrufzahlen wieder in die Höhe geschnellt. Ja, warum auch immer. Das ist halt so. Und schau mal, das ist sonst auch schon für heute gewesen sein. Sag mal schon Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.